Hallo und herzlich willkommen bei der Kommunionsausgabe unserer Missionarssendung Roche und Böhmermann. Sollte Ihnen die Sendung gefallen, so spenden Sie bitte im Anschluss einen Euro an den heiligen Camillus. Mein Name ist Charlotte Roche. Mein Name ist Jan Böhmermann. Und heute kommen solche Superstars in die Sendung. Die Toten Hosen und Chris de Burgh. Viel Spaß. Viel Spaß. Guten Abend. Abend. Herzlich willkommen. Danke. Vielen lieben Dank. Hallo und herzlich willkommen am Sonntag, den 15. April 2012 bei ZDF Kultur, bei Roche und Böhmermann mit der einzigartigen, bezaubernden Charlotte Roche mir gegenüber. Kann man doch mal sagen, oder? Ja, ja, ja. Und das da ist mein Co-Moderator, Jan Dönermann. Dankeschön, vielen lieben Dank. Dankeschön. Und wir haben ganz wundervolle Gäste heute. Ein extrem hohes Starpotenzial am Tisch heute. Und zwar fange ich mal an mit dem Bestseller-Autor aus Hamburg, Rocco Schamoni. Fast wäre es eine Frechheit, ihn bloß als ein Mitglied von Fettes Brot zu bezeichnen, denn er ist solo so derart erfolgreich unterwegs in den Hot Rotations zurzeit aller Radiostationen. König Boris Lauterbach. Moin. Hallo, moin Boris. Danke. Er hat von allen die schönste Frisur hier am Tisch. Das Ding alle, bitte ich, nenn mich, bitte, bitte. Er ist von Die Ärzte, Rod! Ja, ist schon gut. Ich finde, er hat von allen die schönste Frisur. Er ist von Die Ärzte. Hier ist Bela B. Ein Homo-Kompliment, aber immerhin. Besser als keins. Wir müssen jetzt erstmal was klären, weil es fehlt jemand. Ja, also fehlt nicht wirklich, er ist halt nicht da. Ja, aber er war gerade noch hier. Er ist hier angereist, ich habe ihn persönlich gesehen und ihm die Hand gegeben. Farin Urlaub war da, er hat aber abgelehnt, in dieser Sendung zu Gast zu sein. Ich fasse mal kurz zusammen, weil in dieser Sendung potenziell Rauchern ein Forum geboten wird. Ist das soweit, ist das korrekt? Das ist gut wiedergegeben, ja. Ja. Das war sein Argument. Er war sehr freundlich, ne? Und sehr, aber sehr bestimmt. Er wollte nicht in der Sendung auftreten. Ja, wir dachten zuerst, ihr habt den vergrault, weil ihr sozusagen aus Spaß sagt, hahaha, wir rauchen dich voll. Und deswegen geht der. Aber als er dann gehört hat, dass sonst hier in Sendungen geraucht wird, will er das auch nicht unterstützen. Das war sein Argument, ja. Ja. Und Jan und ich waren echt geschockt. Also, das ist uns noch nie passiert, dass ein Gast direkt vor der Sendung so abspringt. Und ich meine, ey, wir haben ein Interview vorbereitet für den. Naja, vorbereitet. Ein Spieler. Ehrlich gesagt habe ich Jan noch nie so traurig gesehen. Ich war wirklich persönlich getroffen, weil ich weiß nicht, es war schade einfach. Wie können wir das wieder gut machen? Sollen wir vielleicht jemanden aus dem Publikum hier hinsetzen? Ja, gibt es jemanden, der so ähnlich aussieht wie Farin Urlaub? Soll ich mal jemanden suchen? Ja, such mal. Ja, okay. Such mal irgendjemanden. Guck mal. Hat jemand Lust? Ist jemand auch so ähnlich wie Farin Urlaub? Alle tierische Panik jetzt. Hoffentlich nicht ich. Wir haben fantastischen Whisky und man darf rauchen, wenn Bela. Man möchte. Es muss vor. Es da ist doch Farin Urlaub. Hey! Bist du. Hi! Bist du nicht rauchst Raucherin du, und nicht Trinkerin? Nein. Du rauchst nicht, trinkst ich du? Rauche nicht, ich trinke nicht. Dann würde ich an deiner Stelle jetzt aus Protest die Sendung verlassen. Komm, wir machen dir eben schnell ein Schild. Ich bastel dir ein Schild. Du musst mir kurz deinen Namen sagen. Josiane. Josiane. Ja. Jo. S. S. I. I. A. A. N. N. E. N. E. Josiane, Nachname? Oder ist egal? Ja, ist egal. Nachname vom erster Buchstabe Urlaub. Mhm. Josiane Urlaub, sehr gut. Josiane Urlaub, willkommen in unserer Runde. Danke. Sehr gut. Josiane Urlaub, hier kommt dein extra nur für dich gemachter Einspieler.
Egal, was du machst, mach bloß nichts mit Musik, riet Farin Urlaubs Musiklehrer dem heute 48-Jährigen, als er noch Jan Ulrich Max Vetter hieß und kurz vor dem Abitur stand. Nein, Notist war er nie. Vermutlich aus Rache kehrte der sehr gut erzogene Bruder einer jüngeren Schwester 1979 mit 16 nach einer London-Reise blondiert und aufmüpfig als Punk in seine Heimatstadt Berlin zurück. 3 Jahre später gab es Die Ärzte und schon bald hatte Hobbyfotograf und motorradfahrender Autodidakt Farin Urlaub Geld und Erfolg ohne Ende. Beziehungsweise bis 1988. Bis zur Trennung der Ärzte. Erst durch Farin Urlaub haben wir Johnny Marr verstanden und wissen, dass man nicht das Label Straight Edge braucht, um sich sämtlichen Bewusstseinsveränderndem zu verweigern, dass wir die deutsche Sprache zu verwenden und zu schätzen wissen und dass es sehr wohl möglich ist, gebildet, witzig und zugleich prollig und anarchisch zu sein. Doch, Jan Vetter, wir wollen nicht verleugnen, dass es Menschen gibt, die Angst haben vor Farin Urlaub, dem ewig unprivaten, alterslosen Bühnenmenschen. Und auch wir müssen zugeben, dass den sympathischen Einzelgänger und wahrscheinlich einflussreichsten Gitarristen und Texter im deutschsprachigen Sprachraum eine eigentümliche Kälte umweht. Ist das Coolness? Oder ein kaltes, kaltes Herz aus Stein. Du siehst übrigens komplett anders aus als in den Einspielern, aber na gut. Ist halt ich oft bin so. zu Tränen gerührt, ja. Dann zeigen wir jetzt direkt Rocco Schamonis Einspieler, bitteschön. Wer kennt sie nicht? Die gigantisch geschwollene Lendenlafette des italienischen Porno-Superstars aus Hardcore-Sexfilmen wie Nikki Loves Rocco, Batman's European Vacation oder der geilen Ass-Collectors-Reihe. Genau, wir reden von Rocco Siffredi, dem Mann, den Roche und Böhmermann-Produzent Matthias Schulz bis vor 10 Minuten für unseren Gast Rocco Schamoni hielt. Dabei ist es das Multitalent Rocco Schamoni, eben jener nicht weniger legendäre Punk-Pop-Megastar, den wir heute in unserer Runde begrüßen. Wer 1966 als Tobias Albrecht in Lütjenburg, Schleswig-Holstein, geborene Autor, Regisseur und Spaßkünstler, ist Teil des Gag-Kollektivs Studio Braun, stellt erfolgreich Schrift und macht Musik. Schamonis Superhits wie Der Mond, Diskutier oder CDU sollten in keiner Playlist fehlen. Rocco Schamoni ist Töpfergeselle und hat seine Ausbildung mit der Note 3 abgeschlossen. Wenn der Vater einer Tochter nicht gerade am Deutschen Schauspielhaus Hamburg inszeniert, macht er Wahlkampf für die Partei Die Partei. Wer braucht schon den Pimmel von Rocco Siffredi? Rocco Schamonis sexuelle Energie ist bereits atemberaubend, wenn er angezogen ist. Oder Charlotte? Das ist sexuelle Energie spürbar. Es ist spürbare sexuelle Energie vorhanden. Das musst du ja sagen, ist jetzt neben dir. Ja, ich spüre sexuelle Energie. Woher? Aber eher von Rotseite. Soll ich den Knopf drücken? Ja, bitte. Nee, doch, ich spüre auch sexuelle Energie. Ich auch. Ich finde bewundernswert, wie viel Mühe du dir gibst mit Accessoires. Ja. Also viel mehr Mühe, als ich mir als Frau geben würde, Theo, wenn ich eine Frau wäre. Ja. Du hast einen Ring, quasi, du hast ein Tuch und einen Ring und darunter eine Kette. Und das sieht nicht so aus, als hättest du das Absicht, also versehentlich gemacht, sondern mit voller Absicht kombiniert. Richtig. Bist du ein Typ für kleine Details? Ich bin ein Typ, der sich wie eine Zwiebel entblättert. Und je mehr Schichten runterkommen, desto mehr Tränen werden fließen. Ist das so, ein Hasenring? Ein Hasenring, den habe ich extra für dich angezogen. Boah, das ist toll. Ich wusste, dass der Bela das bemerkt. Lieber Hasenring als Nasenring. Guck mal, es spricht. Ja, ey, Boris, du hast gerade zum ersten Mal was gesagt. Ich würde dich ganz kurz fragen, weil es ist für uns eine ungewöhnliche Situation. Wir haben jetzt mit Josiane einen Ersatzgast Farin. In der Runde. Ja. Farin eigentlich. Wie würdest du an unserer Stelle damit umgehen, dass uns in letzter Sekunde quasi jemand von der Schippe gespielt? Wenn du jetzt Talkshow-Moderator wärst dieser Sendung. Ich finde, ihr regelt das eigentlich ganz gut, so muss ich sagen. Bela, also, wie wäre es denn, wenn die restlichen Stars auch ausgewechselt werden würden? Und hier würden das so witzig. Okay, tolle ja. Leute wie Josiane sitzen. Das wäre witzig. Das wäre irre witzig. Komm, lass abstimmen.
Aber kann man alles egal, Werbung machen für seine Platte, ist die Frage. Sehr gut, sehr guter Einwand. Sehr guter Einwand. Ja. Hast du mal drüber nachgedacht? Hast du gerade eine Platte draußen? Nee. Nee, aber ein Buch. Weg. Nein, auch nicht. Ihr habt ja gerade eine Platte draußen, ne? Farin, Rottenbäder. Die kommt morgen. Die ist vorgestern rausgekommen. Erinnert euch doch mal, heute ist Sonntag, der 15. Und am 13.04. ist die Platte rausgekommen. Die Platte heißt auch, und wir haben uns im Vorhinein in der Vorbereitung, das sage ich bewusst in Gänsefüßchen, haben wir festgestellt, dass eure ausgekoppelte EP, die Single, heißt ja Zeitverschwendung. Genau. Und das Album heißt auch. Haben uns gedacht, ob das nicht ein gigantischer Gag gewesen, dass Radiomoderatoren sagen, die Single ist Zeitverschwendung und das Album auch. Yes! Super, Jan! Ich habe die Ärzte verstanden. Das ist so lustig, dass du denkst, das könnte aus Versehen passiert sein. Das ist hätte ja gut sein können. Ja. Was trinkt ihr da eigentlich? Ihr dürft Whisky. Eigentlich gar kein Whisky. Schottischer Whisky. Südhang. Ja. Du hast eine Whisky-Weinschorle jetzt, ne? Darf ich einen Schluck von dem Wein haben? Ja, gerne, natürlich. Danke. Möchtest du wissen, was das für einer ist, wenn du dich oder interessierst du dich? Gerne, sehr gerne. Ja, gerne. Also ich habe mal Whisky getrunken. Ich trinke eigentlich keinen Whisky, aber als ich Whisky getrunken habe, hat mich James Last eingeladen. Und zwar in der Reichshofbar in Hamburg, als wir uns kennengelernt haben. Da kann man nicht Nein sagen. Durfte jeder ein Whisky seines Geburtsjahrgangs bestellen. Oh. Ein Fingerbreit. Habe ich einen 74er irgendwas getrunken. Und? Das war mein letzter Whisky. Oh. Und James Last ein Nuller? Ja, genau. 1902er aus Japan. Mit 1800er. Der ist, seine Tour hieß mit 80 Jahren um die Welt. Fand ich ziemlich gut. Aber wir haben sehr viel japanische Sachen und schottische Sachen ausgewählt. Sehr viele ist gut. In den letzten Wochen. Also wir haben dieses Mal aber ein deutsches Tröpfchen ausgewählt. Ein bayerischer Single Malt aus dem Jahr 2008. Mhm. Und er riecht nach Rauch. Mhm. Stimmt. Avocado, Orangeat, Oloroso-Sherry-Noten, Zitronengras, Heu, Lebkuchen, Galgant und Malz. Zitronengras. Und er schmeckt weich und süßlich. Mit fein nerviger Würze. Also er nervt leicht beim Trinken. Ich habe gehört, dass du in der letzten Sendung Tabletten eingenommen hast. Das ist vor 3 Wochen ist das gewesen. Genau, und in der letzten Sendung, die ich bekommen konnte. Ja, es war Viagra. Wir haben als Gag uns das gedacht. Und weil du das vorher in deinem Leben bestimmt noch nie gemacht hast, nein, wäre es vielleicht jetzt angebracht, dass du auch in den von dir selbst verordneten Alkoholzwang mit einsteigst. Ich würde auch anfangen ich würde auch anfangen zu rauchen. Ja? Weißt du auch warum? Willst du? Weil Farin Urlaub nicht da ist. Ja, komm, dann. Ja. Sei dabei. Ja, weil ich meine, es geht mit einem Whisky nach Rauch. In meinem ganzen Leben noch nie ein einziges Tröpfchen Alkohol getrunken. Und ich habe noch nie in meinem ganzen Leben geraucht. Wirklich? Charlotte, erklär mal warum. Wegen Farin Urlaub. Wirklich, das ist kein Scheiß. Der Jan ist seitdem der ganz klein ist. Jetzt nichts gegen euch, ne? Aber Farin Urlaub Fan. Der hat gerade Lunge geraucht. Ach du Scheiße. Guck doch mal, wie gut das ist. Das tut doch gut. Und das war richtig. Er kippt nicht um. Nee. Wo war das nur? Aber all gleich die Jahre. Kriegt er Durchfall oder sowas. Ey. Wie schlecht. Und Whisky. Er raucht wie ein großer hier. Fantastisch. Weil Farin Urlaub nicht da ist, fange ich mit Rauchen und Trinken an. Wisst ihr, was Farin richtig gemacht hat? Wenn man will, dass auf der Party über einen gesprochen wird, ne, dann muss man einfach nicht kommen. Ja, stimmt. Und das hat er genau, ja, ich bin ehrlich gesagt auch ganz schön genervt gerade. Aber sag mal. Ist das bei euch eigentlich so ein banddynamisches Ding, dass ihr euch nach Interviews dann auch mal auf die Nerven geht, weil ihr, keine Ahnung, Farin sehr viel, er redet ja nun sehr, wirklich sehr viel, mehr als du zum Beispiel. Das kann er sehr Backstage gut, gar nicht. Und dass ihr euch dann nach Interviews dann zusammensetzt und sagt, Farin, ey, beim nächsten Mal, sei mal bitte ein bisschen ruhiger, weil wir sind halt auch noch da. Nee. Es hat es einmal gegeben, als wir das erste Mal bei Harald Schmidt waren, da gab es das wirklich so. Ja. Da waren wir bei Harald Schmidt und ich habe während des ganzen Interviews ständig nur Luft geholt. Also, ja. Ja, aber es ist ja auch schwierig, wer soll sprechen, wenn man eine Frage stellt und da sitzen drei. Wer weiß denn, wer jetzt dran ist mit dem Witz? Wer macht denn dann den Witz? Na, du hast uns ja auch schon interviewt, schon häufig. Du weißt ja, wie es läuft. Ja, aber da war ich einmal so krank, kannst du dich noch erinnern, wo ich so ganz, ganz krank war. Und Viva hat mich gezwungen, trotzdem euch zu interviewen. Das war ein Nerventreiber. So eine, ja. Du warst krank und Mola hatte Angst. Und in Wirklichkeit hatte ich auch Angst und war davon krank. Ja, weil ihr seid auch zu dritt ein fucking Albtraum eigentlich.
Wieso denn? Weil ihr seid dann so schlau und so witzig und dann merkt ihr, dass die Moderatoren so unsicher sind und dann, jeder wenn man sich verspricht von und aus Versehen einen falschen Plattentitel nennt, dann aber wird jeder man einzelne, nachgeäfft und Moment, so. Der Besserwisser, der ist ja, das sind ja wir beide nicht in der Band. Stimmt eigentlich. Aber ja, wenn der da ist, dann zieht er euch so ein bisschen mit auf die dunkle Seite. Wir sind halt drei Leute, die alle drei für sich genommen gar nicht so schlau sind. Aber so zu Schwarmintelligenz. Wie Ameisen, genau, wie Ameisen eigentlich, genau, die ja genau. Für sich dumm sind, aber die trotzdem so einen Haufen bauen können und Sachen tragen können. Genau, einen sehr erfolgreichen Haufen, ja, ne? Seit 30 sehr Jahren, mein Freund. Ja, genau, genau. Diese Runde, so wie wir jetzt hier zusammensitzen, das wisst ihr vielleicht gar nicht. Also ich will jetzt gar nicht eurer beiden Gefühle verletzen. Wirklich nicht. Hoffentlich. Das wird jetzt aber gleich passieren. Das ist aber jetzt schon vorbereitenderweise so. Charmant machen wir haben die Ärzte eingeladen. Und dann haben die gesagt, wir wollen nicht, dass ihr irgendwelche Vollidioten an den Tisch setzt, wie sonst immer in den Sendungen. Wir kommen nur, wenn coole Leute da sind. Und dann haben bisher wir gesagt, ja, weh. Wen findet ihr denn cool? Ja, und die Ärzte haben eigentlich euch eingeladen in unsere Sendung. Bizarre. Das ist fatal gewesen für Farin. Ja, weil er jetzt in eigentlich seiner Sendung nicht da ist. Genau. Und wir haben das aber noch nie erlebt. Also wir hätten ja natürlich dich und dich in eine andere Sendung eingeladen. Mit den Geissens oder Bert Wollersheim, wo ein bisschen Reibung ist. Wo auch ein Dummer zwei Schlaue, mal sitzt. Ein Dover, eine Frau. Ja. 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 Und jetzt sitzen wir hier alle. Praktisch, ihr habt die ganze Sendung bestimmt, weil ihr solche fucking Superstars seid. Ja, weil sie einfach Macht. Ja, hochnäsig da gar auf dem Olymp sitzen und mal eben ein bisschen Spucke runterlaufen lassen und dann machen alle, was wir wollen. Ja, was ihr nicht wisst, ist, was wir dafür machen müssen nach der Schule. Was denn? Was denn? Na, er hat ja schon Schminken alles an zum dafür. Beispiel. Ja, zum Beispiel. Würde ich sonst so kommen, nicht. Ja, warum hast du eigentlich so einen Fleck im Gesicht? Weil, Gorbatschow. Also, es gibt ja genug Langweiler und Gorbatschow, nein. Untergerutscht. Verrutschter Gorbatschow. Gibt ja genug Luschen momentan, irgendwie, die im Schlafanzug auf die Bühne gehen und traurige Lieder darüber singen, dass sie keine Mädchen kennenlernen. Wen meinst du denn? Ach, weiß ich nicht, wenn Worte eine Strafe wären oder so, solche Sachen. Oh. Tim Bentley. Tim Bentley. Nein, ich meine nicht kein persönlich, aber es gibt ja so viele, viele Schmusebaden momentan. Ja. Und jetzt gibt's mich. Bunt und laut. Boris Lauterbach, this is your movie, your clip. Thank you. Er kann nicht tanzen. Nein, er kann einfach nicht tanzen. Aber dafür hat Boris Lauterbach, in Klammern 37, ein Faible für skurrile Künstlernamen. Der Punkrock-Liebhaber aus der Mittelschicht nennt sich KB Baby, Mr. Orient, Longleg Lauterbach, Rock'n'Roll Cousin oder der Typ, der den Müll runterbringt. Als König Boris von Fettes Brot kennt hingegen jeder den Mann, über dessen Privatleben noch weniger bekannt ist als über das unserer anderen Gäste. Immerhin. Wir wissen, dass der passionierte Hut- und Mützenträger Boris aus Bei Hamburg stammt, 1992 gemeinsam mit Dr. Renz, Schiffmeister, Mighty und Tobi Tobsen Fettes Brot gründet und seit der Aufeislegung der erfolgreichen Hip-Hop-Band auch alleine unterwegs ist. Gemeinsam mit Fettes Brot sprach der bekennende Mainstreamer schon einmal bei einer Episode der drei Fragezeichen mit, saß in der Jury von Unser Star für Oslo und ist Fan des ersten FC St. Pauli. Habe ich schon erwähnt, dass König Boris nicht tanzen kann? Sympathisch und etwas eigenartig, dass den kompakt gebauten König Boris nichts davon abhält, neuerdings solo als Der König tanzt, basslastige Tanzmusik zu machen. Danke. War das nicht unfassbar warm, so zu tanzen mit diesem riesen fetten Pulli an? Es war ein Albtraum. Ja. Wirklich, es war sehr warm und schlimm. Und noch eine Jacke drüber. Ja, ich habe zwei Tage lang echt schwere Beine gehabt. Aber was tut man nicht alles für die Kunst? So als Solokünstler unterwegs zu sein, wenn man normalerweise Mitglied einer... Ich lall schon etwas, weil ich echt nur einen Schluck getrunken habe und das überhaupt nicht ab kann. Ich habe einen großen Schluck. Da sind ganz viele Umdrehungen Vitamine drin. Ja. Nee, als Solokünstler unterwegs zu sein, wenn man normalerweise in einer sehr erfolgreichen Band ist, das kennt ihr ja auch. Da ist man ja, wird man quasi hotelmäßig erstmal eine Stufe zurückgebucht, dann musst du nicht mehr, wohnst du erstmal im Ibis, trittst du mir auf den ganz großen Festivals auf, sondern auf den mittleren Festivals. Wie ist das für dich? Also das habe ich natürlich anders vor, ist klar. Ach so, insofern noch größere Hotels, noch größere Festivals. Also mindestens gleich gut, aber noch größer. Was sagen die anderen dazu dann?
große Suiten. Das weiß ich nicht, das musst du die anderen fragen. Also bisher ist ja noch nicht so viel passiert. Das Album kommt ja jetzt erst raus. Große Tour gibt's jetzt, genau. Also kleine Tour gibt's jetzt und große Tour gibt's im Herbst. Du meinst jetzt am 15.04.2012? Genau. Jetzt ist das Album schon draußen? Nee, das kommt am 27. Aber ich mache vorher eine kleine Tour. In 13 Tagen? Ja, genau. Dann 12 Tagen? Können die Leute das kennenlernen. Ja, okay. Und über die Hotels mache ich mir nicht so große Sorgen, weil ich in einem stinkigen Nightliner unterwegs sein werde. Und also ein Bus mit Betten. Und wie ist das dann alleine zu performen? Weil man kann sich ja auch ein bisschen so ausruhen, wenn die anderen da sind und die mal machen lassen. Ja, auf jeden Fall. Das ist ich bin ein bisschen aufgeregt, muss ich zugeben. Ich bin natürlich mit Band unterwegs, die sind dabei. Aber die Witze muss ich diesmal alleine reißen. Und mal gucken, ob's. Aber willst du denn noch Witze machen? Oder? Weiß ich, so ich weiß nicht, ob es richtig gefährlich wird oder komisch. Dann muss ich mich nochmal eingerufen. Die Proben sind gut gelaufen und mal gucken, ob es witzig wird. Es wird auf jeden Fall laut und arschtrittmäßig. Ihr seid auch im Sommer im Nightliner unterwegs, habe ich gelesen. Also, dass ihr dann wirklich die Festivals abfahrt, Rock am Ring, sondern Hurricane und Southside und da auch wirklich im Nightliner schlafen, wie früher eigentlich. Nee, wir schlafen nicht. Wir schlafen nicht. Also tagsüber. Das ist sehr ehrlich. Also, wir waren immer mit den Ärzten unterwegs, ja. Und da hatte ich das große, das erste Mal in meinem Leben im Ritz geschlafen. Da haben uns die Ärzte spendiert. Stimmt. Danke. Wir hatten wahnsinnige Probleme mit dem Hotel, in dem ihr jetzt gerade übernachtet, weil ihr euch, ich weiß nicht, ob das von eurem Management kommt oder ob ihr das selber macht, ihr bucht euch nicht unter die Ärzte ein, damit keine Fans kommen, sondern unter Fantasienamen. Die Hosen Höhner. Zum Beispiel. Die Höhner, die Hosen. Weil dann kommen ja keine Fans, ne? Ja, jetzt, tatsächlich habe ich, als wir angefangen haben damit, irgendwann haben Leute rausgefunden, wenn wir, also sind einfach in bestimmten Städten, gibt es nicht so viele große Hotels und dann gehen die halt zum größten Hotel, warten davor. Oder rufen da an und fragen dann so, ja, wir hätten gern den und Farin Urlaub gesprochen. Und nee, der wohnt hier nicht. Dann Jan, Ulrich, Max, nee, wohnt hier auch nicht. Ja, wer wohnt denn da? Und dann sagen die irgendein Pseudonym durch. Und die ersten Pseudonyme hat unser Manager ausgesucht und hat aber Pseudonyme ausgesucht, die zu uns passten. Ach so. Und so hat dann ich, da hatte für mich Lucky Luke ausgesucht. Da haben bei mir tatsächlich echt mehrfach Fans angerufen, das kannst nur du sein. Und dann habe ich mich auf der nächsten Tour aus Tappert genannt. Das kannst nur du sein. Und da kam dann, aber ernsthaft, da kam in Halle, habe ich Frühstück aufs Zimmer bestellt, da kamen 10 Leute mir das Frühstück bringen. Weil sie Horst Tappert sehen wollen. Und auf der ganzen Tour standen immer kichernd Leute bei mir vor dem Zimmer, weil sie gewartet haben, dass Horst Tappert da rauskommt. Der ist 10-mal beliebter, als wir je waren. Ja, der ist ja auch der Herr der Augenringe. Anstatt einfach normale Namen zu nehmen. Ja, haben wir jetzt ja auch. Darf ich verraten, welchen Namen ihr genommen habt, oder ist das dann geheim? Wie jetzt bei dem? Das machen wir lieber nicht. Dass wir heute im Savoy sind. Wir können das so machen. Du kannst es so machen. Habe ich gehört, oder? Ja, aber ich... Nimmst du den noch? Den nimmst du doch. Den nehme ich doch, alles klar. Entschuldigung. Aber ich war auch schon mal Günter Strack und das war auch... ich hatte immer eine Obstplatte und natürlich auch eine Schinken- und eine Käseplatte auf meinem Zimmer. Das hatten die anderen nicht. Also ich fand, mein bester Name war der Mann, den sie Pferd nannten. Mhm, war gut. Aber das einzig Gute daran ist ja, dass wenn du nachts, wir kommen ja meistens nachts an den Hotels an und dann rufen die mal so die Schlüssel aus. Schlüssel für den Mann, den sie Pferd nannten. Das kommt ganz gut. Weißt du, was ich super schlecht gemacht habe? Den Einspieler von Rocco zu zeigen und danach haben wir Rocco nichts gefragt. Nee, wir zeigen ihn einfach nochmal. Hier ist der Einspieler von Rocco Schamoni. Der Jan ist besoffen. Ich bin sehr gespannt. Wer kennt sie nicht? Die gigantisch geschwollene Lendenlafette des italienischen Porno-Superstars aus Hardcore-Sexfilmen wie Nikki Loves Rocco, Batman's European Vacation oder der geilen Ass-Collectors-Reihe. Genau. Wir reden von Rocco Siffredi, dem Mann, den Roche und Böhmermann-Produzent Matthias Schulz bis vor 10 Minuten für unseren Gast Rocco Schamoni hielt. Dabei ist es das Multitalent Rocco Schamoni, eben jener nicht weniger legendäre Punk-Pop-Megastar, den wir heute in unserer Runde begrüßen. Wer 1966 als Tobias Albrecht in Lütjenburg, Schleswig-Holstein geborene Autor, Regisseur und Spaßkünstler, ist Teil des Gag-Kollektivs Studio Braun, stellt erfolgreich Schrift und macht Musik. Schamonis Superhits wie Der Mond, Diskutier oder CDU sollten in keiner Playlist fehlen. Rocco Schamoni ist Töpfergeselle und hat seine Ausbildung mit der Note 3 abgeschlossen. Wenn der Vater einer Tochter nicht gerade am Deutschen Schauspielhaus Hamburg inszeniert, macht er Wahlkampf für die Partei Die Partei.
Wer braucht schon den Pimmel von Rocco Siffredi? Rocco Schamonis sexuelle Energie ist bereits atemberaubend, wenn er angezogen ist. Oder Charlotte? Ja. Oder Charlotte? Ja. 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 Rocco, wahnsinnig gut. Ich will gleich mit dir ganz viel über deine Bücher sprechen, aber erstmal müssen wir ein bisschen die Vergangenheit hier klären, weil hier sitzen Leute am Tisch, die haben Vergangenheit miteinander. Ja. Im Gegensatz zu mir, meinst du? Nein, du bist mit dabei. Du bist hier, weil wir das wollen, verstehst du? Ja, wir waren so mächtig. Diese alten Punk-Zeiten, könnt ihr euch da überhaupt noch dran erinnern, als ihr euch in den 80ern getroffen habt und gespielt habt? Du meinst wir jetzt, die wir sitzen, außer... Ja, ich bin das nächste Kind in der Runde. Der Aber ich war so auch nicht dabei. Und Jan auch nicht. Ja, erst recht nicht. Nee, wo warst du da? Also wir beide können uns deswegen daran erinnern, weil wir einen Superhelden-Modus hatten, von dem wir immer noch sehr genau wissen. Wir waren und sind eigentlich Worldman und Multiman. Genau. Und wir haben Multiman. Ja. Und Worldman und Multiman haben spezielle Fähigkeiten. Multiman kann... Alles so ein bisschen. Kann Aschenbecher mit dem Kinn modellieren? Nee. Doch, Aschenbecher mit dem Kinn modellieren. Ja, aber das ist Behindertenboy? Das war Behindertenboy. Scheiße, das war... Wer war das denn? Das war Toni Schöne im Studio. Der war nicht so beliebt. Nee, aber war das nicht Flüssigkeiten aus Behältnissen retten? Das war unsere Aufgabe. Ach so, das haben wir immer abends gemacht nach dem Spiel. Und macht über kleine Lebewesen unter einem Zentimeter im Umkreis von 2 Metern. Also Ameisen und Fliegen und sowas. Und genau. Das ist eure Eselsbrücke, um euch zu erinnern an früher? Ja. Hä? Ja. Das ist auch das Einzige, woran ihr euch erinnert. Farin ist ganz blass geworden. Ja. Wer bist du denn? Er hat erst mal angefangen zu rauchen. Wer bist du? Wo hat der Bela dich her? Basti, ja. Basti Urlaub. Genau. Basti Urlaub. Der Evil Twin von Farin Urlaub. Wie Mario und Wario. Weißt du? Na, gut. Nee, was haben wir? Ihr kennt euch halt lange. Entschuldigung. Aber ich frage mich, ihr habt doch früher, im Gegensatz zu Farin, unfassbar viel getrunken bestimmt. Früher, als ihr jung wart und euch immer als Punker getroffen habt. Hauptsächlich viel Quatsch gemacht. So, ernsthaft. Mehr Quatsch als saufen jetzt. Nee, das hing immer sehr stark von einander ab. Das bedingte einander auf jeden Fall. Kann man sich dann klar an ein Konzert oder so noch erinnern oder zerfließt das alles zu einem Spielt das irgendeine Rolle für die Gegenwart, woran man sich erinnert, an welche Konzerte? Irgendwie, warum sollten wir? Ich hab einfach gedacht, vielleicht habt ihr so Bilder im Kopf von früher und ich glaube nicht. Manchmal fällt mir ein, der hat bei mir gepennt in meiner Wohnung, wo Farin Urlaub kurz vorher ausgezogen ist. Zu Recht. Und als er dann weg war, wieder nach Hamburg, dann habe ich so ganz klein an der Tapete das Wort Fotze lesen können. Ja, aber das war natürlich von Farin. Nachher nützt ja nichts. Nachpiepen finde ich übrigens sehr gut. Nachpiepen finde ich ehrlich gesagt auch. Weil dann auch. Verpasst man auch nichts. Und ich hatte mein erstes Motorrad, hat er einen Blinker abgebrochen. Genau. Und dann hat er mir aus Hamburg einen Fahrradblinker geschickt. Und warum bist witzig, du dann so angepisst, wenn ich wegen früher frage? Weil das total langweilig ist. Okay. Für mich und für die Zuschauer auch. Das stimmt nicht. Das ist nicht wahr. Siehst du? Der Applaus. Der Applaus war meiner. Rocco, du bist ja jetzt seit langem schon Kulturschaffender, aber jetzt auch quasi richtig seriös Kulturschaffender. Du bist süß von dir. Du inszenierst am Theater in Hamburg gemeinsam mit deinen Freunden und Kollegen von Studio Braun. Ja. Das ist steuerlich subventioniertes quasi Edelhartz-Viertum. Ne? Also man kriegt Geld, aber man muss keine Anträge stellen. Ich weiß nicht, was diese Spitze schon wieder soll. Nein, es war keine Spitze. Ich versuche provokant einzuleiten, damit du geschmeidig wieder rauskommst. Ja. Genau. Und damit du letztlich dann besser aussiehst als ich. Also wo meinst du, dass du dich jetzt noch an den Anfang deiner Frage erinnern Absolut kannst? Absolut nicht. Und vor allen Dingen an das Ziel? Nee, Willst du noch einen trinken? Das Ziel der Frage ist, wie ist es für jemanden, der so viel Suff und Punk in der Vergangenheit gemacht hat, jetzt quasi als ja dann doch irgendwie trotz Humor in den Inszenierungen seriöser Inszenator sein? Ich möchte gerne von dem langweiligen Thema, was du gerade versuchst anzuregen, zurückzukommen. Ah, das ist viel besser. Und zu sagen, dass die Punkrock-Vergangenheit eigentlich gar keine Rolle spielt, wenn man, wie ich, ins Schmuck-Business umgestiegen ist. Und ich bringe jetzt eine Kollektion raus, die jetzt demnächst rauskommt. Und zwar die sogenannte Scheiße-Kollektion. Ah. Bin einer der wenigen Produzenten in Deutschland, der im Gegensatz zu solchen Leuten wie Maschmeyer, der aus Scheiße Gold macht, mache ich aus Gold Scheiße. Auch auf diesem Ring zu sehen. Ich habe aber auch jetzt eine Schmuckkollektion. Also, was hast du denn dabei? Das ist eine unglaubliche Sauerei. Also ihr beiden, ganz ehrlich,
Ganz also, ehrlich, ich glaube, dass wir tatsächlich noch mehr gemeinsam haben, als wir immer wahrhaben wollten. Ey, aber das sind aber, neue Superheldennamen, ne? Pisseman und Scheißeman. Das ist übrigens ganz wichtig zur Präsentation von Schmuck, gerade so bei QVC. Wie gute Anregung, das Teenager. Man muss die richtigen Hände haben. Ja, man muss die richtigen Hände haben. Man kann nicht mit diesem leichten Fingerdreck und diesen abgeknabberten Mauken. Und man muss sie wie zufällig ins Bild hängen lassen. Genau. Sie baden gerade ihre Hände drin. Kennst du das noch? Und nebenbei wird das dann aufgenommen und gezeigt, dass wo kriegt man denn die Schmuckstücke? Die kann man bestellen. Wo denn? Guck mal, ich habe so einen kleinen Katalog dabei von demjenigen, der das für uns macht. Der Künstler heißt Jonathan Johnson. Ich soll diesen Katalog Charlotte geben, nicht Charlotte. Dir. Ja, ich werde ihn über... Aber man kann Wichsgriffel ihn weg. Danke. Und übrigens wollte ich sagen, dass Scheiße in Gold viel mehr wert ist als Pisse in Silber. Boah, du bist ja echt das Testimonial. Yeah. Guck mal, da ist der Rocco drin. Zeig mal. Als Model. Male Model. Oh, ja. Wahnsinn. Du siehst sehr gut aus. Süß von dir, danke. Bitte. Im Profil fällt einem das nicht so auf, aber von vorne wirklich sehr, sehr gut. Ich würde deinen Einspieler noch mal zeigen, wenn wir dich schon zweimal gesehen hätten. Komm, zeigen wir doch einfach den Einspieler von Rott. Ist doch auch nicht schlecht. Der dritte González nach Jorge und Wilson González, der in unserer latino-affinen Plauderrunde zu Gast ist, heißt mit vollem Namen Rodrigo Andrés González Espindola und erblickte in Chile das Licht der Welt. Künstlername Rod. Der Anti-Y der Ärzte, der Ausgleicher zwischen Bela B. und Farin Urlaub, ist seit 1993 Mitglied der Band und eigentlich nur deshalb dabei, weil er der einzige der Ärzte ist, der Noten lesen kann. Vor seinem Engagement bei der besten Band der Welt spielte der 43-jährige autodidaktische Bassist, Gitarrist, Schlagzeuger, Pianist und Banjo-Spieler übrigens in der Popgruppe Rainbirds. Größter Hit: Blueprint. Rod González, der für Punkmusik leicht überqualifizierte Besitzer einer außergewöhnlich großen Instrumentensammlung, lässt wie seine Bandkollegen und eigentlich fast alle Teilnehmer dieser heutigen Runde sein Privatleben im Dunkeln. Immerhin wissen wir über ihn, dass er mittlerweile als Produzent und Komponist anderen Musikern und Talenten unter die Arme greift. Und, remember, wir wissen, dass Rod uns liebt. Ich muss dich unbedingt eine Sache fragen zu einem Instrument, was du in der Hand hattest, als ihr vor vielen Nächten bei Harald Schmidt aufgetreten seid. Schon lange her, fast 4 Wochen. Damals. Die haben die ganze Zeit, der Kameramann war besessen von... Echt? War der? Ja. Und da hat er immer die 666 abgefilmt. Das war so eingefräst in Perlmutt. Was ist das für ein Bass? Das ist ein Höfner Violinbass, 63er Special Reissue. Den habe ich geschenkt bekommen von Farin und Bela. Genau, weil das ist so das typische Rolling Stones Instrument. Zu meinem 30. glaube ich, ja. Von einer langer Zeit. Und die haben mal diese 666 da eingravieren lassen, was ich super fand. Wow. Und das ist dann richtig in echt alt? Weil ich habe dann nämlich geguckt, Nee, ist ein Reissue. Das ist, okay. Der wurde irgendwie nachgebaut, eine kleine Auflage irgendwie. Der ist auch original so alt. Also der geht auch relativ schnell kaputt, wie der alte halt auch. Es ist halt auf alt getrimmt, aber es ist eine Spezialauflage von Höfner. Du hast auch viele Instrumente, ne? Ich habe sehr viele, ja. Kann man dann sammeln sagen oder ist das peinlich? Uncool. Ich habe mal gesammelt. Ja. So, und, irgendwann lässt das dann auch nach, dieser Sammelwahn, weil der Befriedigungseffekt, dann so ein Instrument dann zu haben, wie man sammeln wollte, ist dann... Die Freude wird immer kürzer. Ja. Und irgendwann sagt man sich, ja, brauche ich nicht wirklich so ein Ding. Aber wenn du ganz viele hast, dann muss man sich das dann so wie bei MTV at the Cribs vorstellen, so ein Hip-Hopper. Du brauchst ja einen eigenen Raum. Mit so römischen dafür. Säulen und so. Mit ja, genau. Und Springbrunnen drin, ne? Ja. Nee, überhaupt nicht. Hängen die nicht irgendwo in einem Raum? Nee, die hängen nicht, die stehen und stauben. Ah. Das ist eigentlich das Schlimmste dabei. Die und was verstauben. Ist mit Luftfeuchtigkeit und... Hast du nicht so einen Humidor da drumrum? Nee. Ein Gitarrenhumidor aus kubanischer Eiche. Die gehen einfach kaputt? Nee, die gehen nicht kaputt. Also ab und zu muss man die halt spielen, ne? Und dann stellt man immer fest, der Hals hat wieder gearbeitet, dann stellt man es wieder nach. Und, der Hals hat geatmet? Naja, ist ja Holz, ne? Das lebt ja und durch Feuchtigkeit. Geatmet und gearbeitet? Gearbeitet. Holz arbeitet ja immer. Das ist ja nicht. Den Hals atmet, wie beim Menschen. Genau, ja. Und dann bastelt man ein bisschen dran rum und dann steht es wieder und dann bleibt es wieder stehen, dann staubt es wieder und das wiederholt sich alle paar Jahre dann.
Darf ich mal ein paar Ärzte-Rott-Nerd-Fragen stellen? Mhm. Blueprint, ne? Hast du das geschrieben? Nein. Hast du nicht? Okay. Nee, das Lied ist von Katharina Frank. Der Sängerin, ne? Genau. Okay. Und auf der Westerl, also die Live-Platte von euch, 88 oder wann war das? 89, covern die Ärzte Blueprint. Kanntet ihr euch da schon? Ja. Wir haben uns kurz vorher kennengelernt, auf dieser Abschiedstour. Auf eurer Abschiedstour, genau. Da haben, wir in München zusammen gespielt. Die Macht der Nacht. Die Macht der Nacht, wir als Opener. Ihr als Opener? Dann sind alle Fans gegangen. Und als Headliner die Rainbirds vor, ich sag mal, gezählten 200 Leuten. Und bei den Ärzten hat es gebrummt. Das war schon, danke. Achso, das war es schon. Ja. Du bist, Rott, du bist Produzent, das haben wir gerade im Einspiel auch gesehen, von Panda, von Anna Fischer, die war vor einigen Wochen auch gewesen. Sie war hier. Gewesen, nicht mehr. Das ist schon lange her. Ich meine, wir haben jetzt April, 15. April. Das war vor 2012. Genau. Das ist schon eine Weile her. Ist da die Hemmschwelle der jungen Musiker nicht wahnsinnig groß? Weil du bist ja, ich meine, einer von den Ärzten als Produzent zu haben, ist ja schon, sagen wir mal, eine große Ehre, wenn du gerade frisch aus der Schule kommst und eine Band gründest. Ist es nicht eine wahnsinnige Hemmschwelle, die Leute überwinden müssen, um mit dir umzugehen? Ja, bestimmt am Anfang schon, aber ich nehme denen relativ schnell die Luft raus, weil irgendwie, ich bin ja auch noch aus Fleisch und Blut. Jetzt mal so offener. Das sage ich auch immer. Das ist ein bisschen enttäuschend jetzt, ne? Ja, aber du produzierst ja, du bist ja quasi, trittst ja öffentlich öfter in Erscheinung. Alkohol. Das ist ja Alkohol. Du musst mehr trinken. Ja, genau. Nachwässern. Jetzt hast du den Trick raus. Das ist es. Es schmeckt wirklich wie Terpentin. Es schmeckt wirklich ganz, ganz schön. Du hast in deinem Leben noch nie Terpentin getrunken. Das stimmt, aber ich ahne, es schmeckt ungefähr so. Du trittst wie Charlotte auch öfter in Erscheinung, wenn es darum geht, sich öffentlich zu engagieren. Also du bist der Engagierte der Ärzte, wenn man das so sagen kann. Anti-Atomkraftwerks-Demonstrationen. Castorman. Chorleben. Du auch, oder was? Ja, wir haben das zusammen gemacht, das Ding, dass das mit dem Atom aufhört. Ach so. Genau, wir haben das in die Wege geleitet. Einmal kurz eingesetzt, fertig. Ja. Genau, aber Lotte war auch dabei übrigens. Ja, dann möchte ich euch nochmal ganz herzlich gratulieren. Ja, hat ja geklappt. Ja, einmal aufgetreten, fertig. Ja, einmal kurz noch in Fukushima was angezündet oder so. Sie haben mich überredet, da mitzumachen. Ah, du wolltest gar nicht? Sie wollten mit mir Trecker fahren, er wollte... Mit dir saufen. Gegen ihr Atome. Wart auf der Bühne, auf dieser riesigen Demo-Bühne, wo sonst so viele peinliche Bands auch auftreten und ihr halt. Ja, das war an dem Tag tatsächlich relativ, die Peinlichkeitsdichte war sehr gering an dem Tag. Fandst du? Fand ich total. Ja. Ich fand, aber das vor allen Dingen ganz interessant, dass wir auf der Bühne standen und die ganze Zeit auf dieses Leutemeer geguckt haben. Ist richtig so, ne? Ja, ist richtig. Und in der Mitte, ich konnte mich auf nichts fokussieren, weil in der Mitte die ganze Zeit so ein springender Punkt war. Mit so roter springender Punkt. Rot, ja. Nämlich Claudia Roth. Die so getan hat, als wenn sie das geil findet, was wir da machen. Und es war nicht so geil, wie sie getan hat. Habt ihr die auch persönlich getroffen im Anschluss? Natürlich nicht. Fällt es nicht schwer, als Mitglied von den Ärzten, gerade mit so Leuten wie Farin Urlaub in der Band, die ja solchen Dingen eher kritisch gegenüberstehen, ihr habt mal gesagt, sich für Parteien einzusetzen zum Beispiel ist nicht gut. Und das ist ja, sagen wir mal, Engagement bedeutet ja auch dann, sich zu offenbaren ein Stück. Oh, du rauchst mir in die Frage rein. Papa, du riechst nach Rauch. Red dich nur. Ist das nicht schwierig? Nein, Farin. Rocco raucht keine Zigarette. Machst du dir viele Gedanken darüber vorher, bevor du dich engagierst? Nee, gar nicht. Also es gibt ja innerhalb der Band so ganz, ganz klare, so ein Kosmos, den wir halt nur wir verstehen und auch erkennen. Und ich mache die Sachen schon so, wie ich das verantworten kann. Also er hat sich auch eingesetzt für Menschen gegen Minen, Organisationen, für die er sich einsetzt. Und ich mache halt irgendwie ein bisschen Quatsch, wenn mich jemand fragt, der nett genug fragt. Okay. Und so, aber ich denke nicht, dass ich überproportional viel in der Öffentlichkeit auftrete. Oder tue ich das? Nee, es ist mir nur aufgefallen, also weil Charlotte da rumlief und du da rumliefst und du da rumliefst. Und du warst auch da? Ich war nicht da. Nee, das ist eine rote Perücke. Ich bin auf der Seite der Polizisten, immer auf der Seite der Polizisten. Ja. Jan ist Polizistensohn und zeigt mir immer, wie man Schmerzgriff macht. Ja, wer macht das? An mir. Achso, also kannst du das? Ach, du bist Polizistensohn. Ja, wir haben das früher immer zu Hause am Küchentisch geübt, wenn mein Vater zu faul war, uns zu schlagen, hat er halt direkt Bullengriffe gemacht, weil die konnte er mit Leichtigkeit. Und zum Beispiel, dass man an Körperteile fasst, wo man denkt, da kann man nicht hinfassen. Also in die Augen rein oder in die Nasenlöcher rein oder in die Mundwinkel rein. Wieso sollte man da nicht hinfassen können? Ja, man denkt es als Angefasster, denkt man, das ist aber jetzt wirklich sehr unmenschlich. Und man geht dann freiwillig mit, weil man denkt, wenn er noch fester zugreift, dann wird es noch schmerzhafter. Verstehe. Möchtest du? Haben wir eigentlich schon einen Einspieler gezeigt, Rocco? Einspieler.
Hammer abfahren. Nee, nee, lieber nicht. Hast du dir denn schon was ausgesucht, wofür du dich einsetzen möchtest? Ich dachte, wo ich jetzt hinfassen will, ins Gesicht. Willst du mir ins Gesicht fassen? Nein, 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 ich will dir nichts Böses tun. Ich hab, ja, es gibt auch was, wofür ich mich engagiere, aber tu Gutes und halt die Schnauze ist mein Motto. So. Darf ich raten vielleicht? Unbedingt. Diese Wasserangelegenheit von St. Pauli. Das stimmt. Ohne Scheiß? Das kann ich sogar sagen, ja, da sind wir dann tatsächlich auch engagiert. Bela, glaube ich, auch, naja. Alle St. Pauli-Fans machen damit. Ist ja auch eine gute Sache, das ist Viva Con Aqua und die kümmern sich darum, dass in Gegenden, wo es kein sauberes Trinkwasser gibt, die Leute mit Trinkwasser versorgt werden und das ist so. Davon habe ich schon öfters gehört und jetzt war ich letztens in einem Café in Köln und auf einmal gibt es Wasser auch von denen. Also ja, ja. Die verkaufen jetzt auch Wasser, also kann sein, dass es in Hamburg schon länger gibt, aber in Köln ist es jetzt erst angekommen, dass man eben, wenn man von denen eine Flasche Wasser kauft, auch direkt spendet. Richtig. Gut, ne? Schmeckt sogar auch. Voll gut. Du machst es total gut als Werbung. Als Wasser-Testimonial. Richtig. Kauf bitte das Viva Con Aqua Wasser. Es schmeckt gut, ist nicht so teuer und ihr helft den Menschen dabei, die keins haben. So? Sehr gut. Ja, ne? Basti, wer bist du eigentlich? Ja. Ganz kurz. Erstmal Applaus. Aber Basti. Nee, weil das unhöflich ist. Also ich finde es schon unhöflich, dich am Tisch sitzen zu haben, aber noch gar nichts über dich zu wissen. Wo kommst du denn eigentlich her? Aus Mannheim. Also, kommst du heute hierher nach Köln? Ja, ja, ich habe Karten gewonnen. Oh, wo das denn? Im Cyberspace? Über Twitter, ja. Über Twitter? Oh Gott. Ey, dafür sprichst du aber sehr klares Hochdeutsch. Also ich komme nicht gebürtig her. Ach so. Ich bin Ostwestfale. Ach, okay. Dem schönen Land zwischen Paderborn und Kassel. Das ist jetzt nicht ganz so schlimm. Ja, was machst du beruflich? Ich promoviere. Als was? In Politik. Oh. Zu Migranten. Zu Migranten? Also eigentlich, wenn in so Service, wenn die Leute mal ganz... Haben wir gut eingegliedert? Ja. Ja, ja. Ja, meinst du, ja? Bist du dir sicher? Und du willst promovieren? Ja, ja. Wenn die Leute normalerweise ganz direkt gefragt, also leben zu viele Ausländer in Deutschland und dann sagen die Leute immer so, nein, weil das so ein bisschen erwünscht, dass die Leute das antworten und werden mit so psychologischen Tricks die Leute ein bisschen verarschen, dass sie es praktisch sagen können, ohne es direkt sagen zu müssen. Weil die Deutschen denken, es leben zu viele Migranten in Deutschland. Eigentlich. Das werden wir rausfinden. Aber die haben schon gelernt, dass man es nicht sagen darf, wenn die das denken. Genau. Aha. Ist es denn gut, dass sie es gelernt haben oder nicht so gut? Okay. Die Frage ist, wen hilft's, ne? Also ja, also. Den Ausländern ja, wahrscheinlich man, nicht. Meine, und warum sollte er das überhaupt qualifizieren? Versteckt ist. Du meinst, weil er hat noch nicht promoviert oder was? Nein, aber muss er sagen, was daran schlecht und gut ist, wenn wie die ich Leute dachte, antworten? Ich vielleicht weiß er mehr darüber. Als also es ist schon ein deutsches Phänomen. Es gibt Studien aus den USA, die zeigen, dass es sehr populär ist, anti-muslimisch zu sein. Mhm. Also wo, wenn jemand gefragt wird, sind die gegen Muslime, dann sagen die Leute wirklich offen heraus, ja. In USA? Ja. Da läuft eh einiges schief in den USA. Okay. Aber in den USA ist die Welt ja auch erst vor 6000 Jahren zusammengeknetet worden. Auch heißt das Album der Ärzte, das ist seit 2 Tagen in den Läden. Das ist jetzt ein harter Schnitt, aber ich finde, wir sollten mal Werbung machen für das Album der Ärzte, weil, oder? Das kam ja raus vor 2 Tagen. Vor 2 Tagen kam das ja raus und ich finde, das ist... Es hat noch keiner mitbekommen, dass es rausgekommen ist. Und Grund genug, dass wir jetzt kurz mal, wir haben einen Werbespot vorbereitet, in Anlehnung an einen ganz tollen Werbespot der Bee Gees aus den 70er Jahren. Guck mal hier, wirklich für die Ärzte. Ladies and Gentlemen, die Goldstücke der Unterhaltungsmusik sind zurück. Die Ärzte. Holen Sie sich die gigantischen Hits der Superlative. So viel geballte Manneskraft gab es selten auf einer LP oder Musikkassette. Kaufen Sie alle das Album von den Ärzten, das heißt auch. Und auch alles von König Boris. Wir haben auch Werbung für dich, guck. Ich bin nicht beruhigt. Ja, also wirklich, weil wenn schon, denn schon. Für dich haben wir keine Replacement. Hast du dein Buch nicht mit? Dein aktuelles, altes Buch? Mein aktuell altes Buch schon abgespielt. Schreibst du denn gerade ein neues Buch, Rocco? Ja, genau, ich schreibe gerade ein neues Buch. Wie heißt es denn? Nee, können Worum wir mal geht's? Bitte meinen Werbeclip sehen? Bitte? Ach so, mein ja, Werbeclip. Hier ist der Werbeclip. Immer der Reihe nach. Für König Boris. Promo. Sehr gut, denn Ladies and Gentlemen, die goldenen Welthits von König Boris. Der König tanzt.
LP und Musikkassette mit den brandneuen Hits des Rap-Musik-Superstars. Holen Sie sich jetzt dieses große Stück Gold der Popgeschichte. Wir waren gerade bei deinen Büchern, Rocco. Können wir jetzt bitte meinen Werbeclip sehen? Ja, bitte. Nee, weil wir wussten nicht, was, für was du gerade Promotion machst, deswegen haben wir dir keinen Vorbereitung. Können wir bitte meinen Einspieler nochmal sehen? Nein, nein. Ladies and Gentlemen. Nee, du schreibst gerade ein Buch. Empfindest du das... Empfindest du das... Groß. Viel Glück. Du hast ja wirklich alles, was man überhaupt mit Tabak... Ich habe alles dabei, was Schmidt normalerweise dabei hat. Hast du auch ein Hörgerät dabei wie Helmut Schmidt? Ein Herzschrittmacher. Herzschrittmacher. Aber im Ohr. Und zwei Ehringe. Köstlich. Mit Soundstück. Nee, danke schön. Wie schmeckt das denn? Richtig gut. Musst du ablecken. Nein. Rocco, wie lange schreibst du denn an diesem Buch? Also meine Regel, meine liebe Charlotte ist, denn du kommst ja selber vom Fach, aber viel später als ich. Ja, ich habe dich nachgemacht. Ist hinsetzen, jeden Tag eine Seite schreiben. Thomas Mann hat jeden Morgen 3 geschrieben. Ja. Da wir nicht Thomas Mann sind, sondern vielleicht höchstens zur Hälfte, 1,5 vielleicht maximal pro Tag. Und nach 365 Tagen hat man, wenn man dann den ganzen Schmodder rausstreicht, und das ist viel bei uns, ungefähr 260 Seiten über. Ist das wahr? Ein Jahr vielleicht ungefähr? Ja. Auf so einer Skala Arbeitsanstrengung. Wie empfindest du da Buchschreiben? Ist das das Anstrengendste, was man machen kann für Geld? Ja, kann doch jeder. Nee, die Wahrheit ist die, Felse. Also, mit einer Band in den Proberaum zu gehen und sich auf eine Platte vorzubereiten, wenn man Songideen hat, ist deswegen freudvoll, weil man sich trifft und gemeinsam sich was zuschmeißt. Wenn du alleine sitzt und es ist niemand, der dir antwortet, du machst das wirklich mit dir selber aus, dann rennst du ständig in Sackgassen. Und diese Sackgassen sind extremst nervig. Die gehen mal 30, 40 Seiten weit, bei mir, bei ihr natürlich nicht. Und nach 30, 40 Tagen merke ich so, das war eine richtig cheape, böse, billige, schwache Sackgasse. E-Mail für Emil. Und das dann also vor dem Lektor zu entdecken, denn der sagt ja auch nochmal, die 80 Seiten waren eine riesengroße Sackgasse. Das ist deine Aufgabe als Schriftsteller. Das Schreiben geht von selber. Ja. Aber die Sackgassen zu entdecken. Aber du stellst es so negativ dar, dass man dann mit sich alleine schreibt. Weil ich finde das manchmal schöner. Ich verstehe das, wenn man ein Solo-Projekt machen will, wenn man in einer Band ist. Und ich finde Schreiben total gut, weil man alleine ist und nicht abkaspern muss mit niemandem, was man da reinschreibt. Keine Kompromisse. Ich habe über dich gehört, Charlotte, dass du morgens in ein Büro gehst, wo viele Leute sind und alle machen ihr Ding. Architekten sind und, da. Und du schreibst da und nach einem halben Jahr oder so hast du deine Arbeit fertig und alle anderen merken so, der Druck ist sehr hoch, weil Charlotte ist sehr schnell und sehr zielgerichtet. Und nach einem halben Jahr sitzen alle frustriert mit ihrer Arbeit und denken so, was ist bei mir dabei rausgekommen? Und du hast ein Buch fertig. Und bei mir ist das nicht so. Ich sitze ganz allein in einem Raum und versuche quasi mit mir selber Tischtennis zu spielen. Aber ich kann mich ja nächstes Mal dazusetzen, einfach ein bisschen. Ich würde mich sehr freuen, wenn du vor allen Dingen in deiner kompletten Maskerade die ganze Zeit da so sitzt. Selbstverständlich, ich sag aber nichts. Schon klar. Ein bisschen gehen, ich ab und zu. Rocco, wie ist das denn für dich, wenn ein Buch von dir ein Theaterstück wird? Das ist insofern relativ frei und einfach, weil wir das selber umsetzen und niemand anders. Das heißt, also wir können interpretieren und biegen und brechen, wie wir wollen. Was bist du denn dann? Schreibst du dann das Theaterstück? Also selber oder spielst du deine eigene Mutter da drin dann oder was? Du fragst so, als wenn du das bereits schon wüsstest. Nee, spielst du? Ja. Ach so, ja, ich wusste nur, dass der Heinz mal, glaube ich, gespielt hat. Wir schreiben das Drehbuch selber, wir regieren es selber und wir spielen die entscheidenden Rollen. Wir vergeben aber an die professionellen Schauspieler, die eigentlich wirklich schauspielern können, die Rollen, die tragend sind. Okay. Und damit ihr es nicht runterrockt vom Niveau her. Und die glanzvollen Momente des Abends, die da sind wir halt auch beteiligt. Aber ich verstehe. Also guck mal, was die da machen dürfen in Hamburg an einem Theater. Weißt du, ich dürfte nie in Köln im Theater meinen. Doch, dürftest du bestimmt. Du hast einfach die Kontakte nicht. Natürlich. 100%. Ich wette, aber Feuchtgebiete mal auf einer Theaterbühne, das wäre doch mal das eine Herausforderung. Das ist doch schon, ist das nicht? Das war ja schon in Halle. Wirklich? Auf der Bühne, ja. Aber ich habe es leider nicht gesehen. Gab es da viel nacktes Fleisch zu sehen? Ich war eingeladen, aber ich habe mich nicht getraut, dahin zu gehen. Kann ich verstehen. Ja. Ich aber ekel mich auch vor meinen eigenen Sachen. Kann ich verstehen. Aber würdest du das denn gerne machen wollen? Denn wir könnten es ja sofort verwirklichen. Nee, aber ich will nicht in diesem Hamburg, wo ihr seid. Ich will in Köln, wo ich bin. Ich will, dass der Chef von dem Theater, dass sie sagen, hier, Charlotte, mach mal dein Theaterstück. Ich bin mir sicher, dass in dem
kleinen Kellertheater unter dem Komödchen. Im Theater am Dom. Genau. Gespielt mit Ingrid Steger und Jenny Elvers-Elbertagen, die auch eine Rolle spielt. Ja. Weil das sind so es gibt so Theater in Köln, wo so Leute, die eine Rechtfertigung haben müssen, beim perfekten Promi-Dinner mitzumachen, die dann da spielen. Ingrid Steger zum Beispiel. Hast du auch schon? Mit Jenny Elvers-Elbertagen habe ich schon mal Theater gespielt. Wieso? Am Hamburger Schauspielhaus unter der Regie von Schorsch Kamerun. Ah, und wie ist sie so als Schauspielerin? Gut. Bombe. Gut, aber also, auf so einem... Unsere Aufgabe war, in einem Boxring gegeneinander zu boxen. Oh. Ich in einem Königsgewand. Sicher, dass es nicht bei ProSieben war und Promi-Boxen hieß oder so? Durftest du denn bei der Frau dann immer auf die Titte? Nein. Oder? Nein. Selbst wenn ich gedurft hätte... Ja, hätte wenn ein Mann gegen eine Frau boxt. Da sind sie wieder, diese peinlichen Momente, ne? Ja. Das ist das immer Titten, Schalter. Auf die Titte schlagen. Sex. Entschuldigung. Das ist der wunde Punkt bei der Frau, auf die Titten hauen oder was? Das tut, glaube ich, weh. Tut das weh? Ich meine nicht Domestic Violence zu Hause. Ich meine, wenn man sagt, ein Mann boxt gegen eine Frau, wo boxt man denn da? Ja, was ist das für eine diskriminierende Chose, die du hier durchziehst? Ja, das finde ich auch. Gegen Frauen. Er hat gegen eine Frau geboxt. Mies, oder? Ja. Ich habe am Schauspielhaus Theater gespielt. Ich Das war nicht echt. Das war mein Punkt. Das war doch nicht echt. Jetzt und plötzlich schlage ich Frauen. Das ging irgendwie schnell nach hinten los. König Boris schlägt Frauen. Und darauf den Einspieler von Bela B. Ich mag Punker und Vampire nicht. Punker stinken, sind ungekämmt und rülpsen in der Öffentlichkeit. Und Vampire meucheln heimtückisch schlafende Jungfrauen, um ihr Blut zu trinken. Pfui Teufel. Bela B., alias Dirk Albert Felsenheimer, ist Punker und Vampir und als Schlagzeuger der Band Die Ärzte außerdem auch noch zuständig für das primitivste Instrument der Gruppe. Und so einer wollte mal Polizeibeamter werden. Dem einfühlsamen Gemüt des nebenberuflichen Schauspielers Felsenheimer ist zudem die Wiedervereinigung zu verdanken. Also die der Ärzte. Und der 49-jährige Atomkraft-Pelz- und Nazi-Gegner hat mal mit Sarah Kuttner eine Single aufgenommen und mit Charlotte Roche geschlafen. Oder umgekehrt. Wie kaputt und unangepasst der tätowierte Wahlhamburger schon immer war, hätte man ahnen können, als ihn vor über 30 Jahren die Kaufhauskette Hertie rausschmiss, weil er nicht angemessen gekleidet war. Ist Farin Urlaub bei den Ärzten das Yin, so ist der alkoholtrinkende Kiss-Verehrer und Elvis-Freund Bela B. das Yang. Leute wie Bela B. sind heimlich sensibel. Kenner der Szene behaupten zwar, Bela B., inzwischen auch Vater und häuslich, sei das erwachsenste Mitglied der besten deutschsprachigen Punkband. Aber ich bleibe misstrauisch. Denn Bela B., in deinem Herzen wohnen Schlangen. Charlotte, darf ich ganz kurz was fragen? Weil ich das persönlich am interessantesten finde, weil es eine Geschichte ist zwischen euch. Ihr habt mal den ganzen Tag nackt nebeneinander in einem Film- oder Fotostudio verbracht. Und du hast davon beides. Ja, erst Fotostudio und später Filmstudio. Aber fürs Video hatten wir ja noch ein bisschen was an, so Reizwäsche durfte ich da anhaben. Ich hatte Socken an. Ja, an hautfarbenen Socken hattest du über Hoden und Penis gestülpt. Genau. Die ganze Zeit? Für die Filmaufnahmen, damit man halt nichts sieht, damit es auf Viva laufen kann. Mhm. Und ich hatte bei dem Video, da waren wir in einem Swingerclub, ne? Genau, so ein durchsichtiges Negligé und irgend so ein... Und Bommeln auf den Nippeln. Ach ja, genau. Bommelnhaft, wo man so machen kann. Wie Michaela Schäfer. Ja, leider ja. Aber das Fotoshooting war viel krasser, weil wir ja beide nicht so cool sind, wie wir tun. Und dann mussten wir so, hallo, und man sollte sich ganz ausziehen. Genau. Für das Fotoshooting. War das deine Idee, das mit dem Nackten? Nee, das war die Idee der Fotografin, ne? Naja, irgendwas habe ich dir auch am Telefon vorgeschlagen mit nackt, weil ich wollte cool rüberkommen und dann tat mir es nachher leid, dass du das gut fandest. Das Swingerclub-Video war deine Idee, das weiß ich. Für was habt ihr das denn gemacht, um Himmels Willen? Wir haben eine Single zusammen aufgenommen. Die war sehr erfolgreich, mein Freund. Nicht so erfolgreich wie du vielleicht. Da war ich im Ausland in dem Jahr. Okay. Wir haben einen Song zusammen gesungen und dann müssen wir irgendwann ein Video dazu machen und Fotos, und die Idee war halt, dass wir auf dem Foto nackt sind.
Und das war, da waren wir wie so kleine Kinder, total aufgeregt. Da habe ich noch Alkohol getrunken. Dann hat die Fotografin gesagt, ja, dann trinkt euch erstmal Mut an und so. Man reißt sich ja da nicht die Klamotten vom Leib und ist lässig, sondern ich hatte richtige, zitterige Knie. Wo guckt man denn da hin vor allen Dingen, wenn man sich gegenseitig nackt in die Augen? Ich kann dir sagen, ich habe halt nicht einmal da hingeguckt, wo ich hätte hingucken sollen. Ja. Leider. Also ihr wisst voneinander quasi, obwohl ihr nackt nebeneinander gestanden habt, nichts, gar nichts. Immer nur so, wie die Bekloppten, so in die Augen gestiert. Eine Tätowierung habe ich entdeckt, die ich jetzt so nicht kannte vorher, so habe ich gesehen. Ansonsten haben wir halt getrunken und dann wurde auch immer an uns rumgepudert, also am ganzen Körper. Und insofern, weiß ich nicht. Klingt nach einer geilen Party. Ja, war ein echt schönes Erlebnis. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, wir wären schon mal zusammen gewesen oder so, weil wir ja schon mal nackt waren. Wir waren, aber ja, es ist nichts passiert, es waren immer Leute dabei. Ich schwöre. Können wir das jetzt mal einspielen kurz? Nee, das haben wir nicht vorbereitet. War unvorbereitet. Vielleicht können wir mein Ding trotzdem mal wieder machen. Jan, wie geht's dir? Mir geht's ganz gut. Ich habe wirklich nur ich bin nicht betrunken oder sowas, aber ich fühle mich leicht anders als sonst. Was steht auf deinem Zettel, Charlotte? Einmal hier weitergeben, das ist die Anweisung von der Regie. Mhm. Was denn? Was steht da drauf? Noch 2 Minuten. Wir haben ja keine Knöpfe im Ohr und deswegen kriegen wir immer Zettel. Noch 2 Minuten. Das ist alles. Ja. Was habt ihr denn für eine krumme Sendezeit? Ja, das ist aber ein guter Schnitt, weil wenn wir dann 17 Minuten überziehen zum Beispiel, wird 17 Minuten rausgeschnitten, weil das heißt, es ist scheiße. Aber wir überziehen heute nur 5 Minuten, das kann man ruhig auch mal sagen. Das möchte ich auch, dass es in der Sendung drin bleibt. So gut war das noch nie. So gut war das noch nie. Aber auch wegen Farin. Wegen Farin. Eines des Farins Verdienst. Was ist was? Jemand möchte eine Frage stellen. Aber eine gute. Ich habe gerade den Augenblick verpasst. Ich finde deine Kette super. Wollen wir Ketten tauschen? Oh. Was steht denn auf deiner Kette drauf? Ein Violinschlüssel. Nein, wir wollen nicht Ketten tauschen. Aber die kann das ja nachkaufen dir. In Hamburg bei diesem Künstler. Genau, also es gibt diese Kollektion bald für dich zu erstehen und nur für dich. Und dann können wir danach deine Kollektion mit dem Violinschlüssel ja auch nochmal probieren. Waren das jetzt 2 Minuten, Jan? Gefühlt waren es sogar schon 4 Minuten. Ich habe so einen Hunger, ich muss unbedingt was essen. Wieso hast du Hunger? Du hast noch nie Hunger nach all den Sendungen. Ja, das ist ein gutes Gefühl. Weil, Hunger? Ja, weil sonst habe ich immer gedacht, es läuft so schlecht. Und dann isst man auch nicht. Und jetzt ist das jetzt Hunger, wirklich das wahr, dass neu. Es eure beste Sendung bis jetzt war? Traurig. Irgendwie traurig, ja, aber irgendwie... Ich bin ein bisschen erschüttert, ehrlich gesagt. Wir grooven uns noch ein bisschen ein, Jan und ich. Ich weiß überhaupt nicht, wann wir einhaken sollen und sagen sollen, es ist jetzt ein Fazit und Ende der Sendung. Ich bin völlig durcheinander. Wahnwitze. Vielen Dank, dass ihr zugeguckt habt. Jan und ich schwinden jetzt auf die Malediven. Endlich. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Danke, dass ihr da Vielen wart. Vielen Dank an die Gäste. Das war auch toll. Kannst du denn überhaupt jetzt noch klar denken? Ja, wieso? Was war denn? Wie viel Schluck hast du genommen? 2 Schluck, das ist völlig harmlos. Okay, gut. Ich habe Probleme mit der Sprache gehabt. Ich habe aber ich stotter so ein bisschen. Aber dafür hat es schon gereicht. Ja. Für so ein bisschen... Ich bin betrunken und habe geraucht, weil Farin Urlaub nicht da ist. Was soll er sich mal überlegen? Du musst jetzt was sagen. Nein, ich sag jetzt nichts mehr. Ich kann nicht mehr. Ich weiß nicht. Wir laden keine Freunde mehr ein. Nie wieder laden wir Freunde ein. Wir laden nur Leute ein, die wir nicht kennen. Und ich versuche auch nie wieder, mir Fragen zu überlegen, wo man dann versucht, was Tieferes rauszubekommen aus den Freunden von dir. Das klappt ja eh nicht. Auch heißt das Album von den Ärzten, wo es tanzt. Hokus Kette. Komm, wir gehen. Ja. Ich bleibe noch ein bisschen. Aufgrund des großen Erfolges
Aufgrund des großen Interneterfolges unserer Sendung Roche und Böhmermann gönnen sich unsere Moderatoren eine vorübergehende Auszeit auf den Malediven. Ab kommender Woche sehen Sie auf diesem Sendeplatz die erste Staffel von ALF. Vielen Dank für Ihre Gebühren.